Ja, es geht wieder los. Wir gehen jetzt für 7 Tage wandern in den Bergen hier, beziehungsweise auf der Hochebene. Und da seht ihr im Hintergrund so eine Stromleitung, an der orientieren wir uns. Die führt jetzt einmal über die Hochebene und geht irgendwann dann auf der anderen Seite wieder runter ins Meer. Noch sind wir extrem frisch, frisch geduscht. Das könnte sich Genau. dann in den nächsten Tagen ein bisschen ändern. Ja, da oben werden wir dann im Prinzip Hasen und Schneehühner jagen und Forellen fangen, Beeren sammeln. Am Meer holen wir uns dann lecker Meeresfisch. Und auf dem Rückweg dann drehen wir oben noch einen Bogen auf der Hochebene und gucken uns die mal an. Ja, also Forellen gibt es oben sicher. Beim Meer hat man bisher jetzt noch nicht so viel Glück, aber müssen wir einfach ein bisschen ausdauernder sein. Ja, mal schauen, ob die nächsten 7 Tage klappen und ob wir das überleben. Also wir haben es dann auch schon geschafft. Es war so anstrengend. Besonders weil der Basti heute noch nicht besonders viel gegessen hat. Pff, keine Ahnung, ich habe praktisch nichts gegessen. Meine Zähne sind ein bisschen blau von den Blaubeeren. Ja, stimmt. Blaubeeren haben wir gegessen. Und deswegen brauchen wir jetzt dringend Nahrung. Also wir haben jetzt hier 2 Fischernetze, die legen wir jetzt aus in diesem See. Das ist kein Schal. Genau. Und damit fangen wir Forellen. Also hoffentlich haben wir heute Abend schon ein paar drin. Da können wir ein bisschen Abendessen. Dann lassen wir sie über Nacht nochmal drin und morgen wieder. Das ist wie so ein bisschen wie Lotterie spielen. Mal gucken, was da geht. Wovon man sich in Norwegen auch sehr gut ernähren kann, das sind Beeren. So die Hauptbeere, die man so zu sich nehmen kann, ist die Heidelbeere oder auch Blaubeere. Die findet man in recht großen Mengen. Dann gibt es noch die Krähenbeere. Die wächst dann so, ja, hat so eine Art Nadeln anstatt Blättern. Hat sehr viel Vitamin C. Das schmeckt wirklich gut. Und Preiselbeeren. Sind im Prinzip alle essbar. Was es auch noch gibt, das ist die Moltebeere. Das ist so eine große orangene Beere, die auf so einem Blatt wächst. Also ist kein Strauch, sondern kommt eher raus wie eine normale Pflanze aus dem Boden. Die schmeckt richtig gut, aber dafür sind wir jetzt leider ein bisschen zu spät. Was auch wichtig ist bei den Beeren, also das ist ein Vitamin C-Lieferant. Und Vitamin C ist so das einzigste Vitamin im Körper, das der Körper nicht so lange speichern kann. Ja. Aber ich sehe gerade da drüben, da ist noch ein Blatt von der Moltebeere. Also so kommt dieses Blatt aus dem Boden. Das war jetzt wahrscheinlich eine männliche Pflanze. Und da oben drauf, da wächst dann so eine große orangene Beere. Ich habe mich jetzt so einer norwegischen Jagdgruppe angeschlossen. Wir laufen einfach durch die Landschaft und versuchen Schneehühner und Schneehasen aufzuschrecken. Und also man hat da immer dann die Flinte eben so halb im Anschlag, mit den Händen. Und sobald ein Tier dann eben hochfliegt oder vorbeirennt, dann versucht man das eben zu erlegen. Was immer ganz gut ist, wenn man hinten zum Beispiel sieht, das sind so kleine Birkenbäume. Da verstecken sie sich oft. Die Jagd in Norwegen, das läuft im Prinzip so. Also man ist ja schon die meiste Zeit dann eben alleine. Man sieht auch oft seine anderen Jäger nicht, aber man macht dann eben so einen Treffpunkt aus. So zum Beispiel, wir treffen uns da gleich auf diesem höchsten Berg, wie ihr so seht. Ich habe jetzt von den Kollegen habe ich jetzt 2-mal gehört, dass es irgendwie geknallt hat. Und mal schauen, ob die was erlegt haben. Was ihr hier seht, das ist ein Schneehuhn. Das ist im Prinzip die Ausbeute von 6 Stunden Jagen von genau genommen 5 Jägern. Ich habe mich noch bei 4 norwegischen Jägern angeschlossen. Die haben auch gesagt, bei Schneehühnern ist es wohl so, dass die an sonnigen Tagen eher in so kleinen Wäldern sich verstecken, also wie dem hier zum Beispiel, an der Hütte, in der wir da gerade wohnen. Tagsüber sind die, oder bei regnerischem Wetter, sind die oben in den Bergen und verstecken sich da oben auf den Bergkuppen. Wenn man dann so ein Tier geschossen hat und es essen möchte, dann macht man das im Prinzip so.
Also man würde jetzt hier den Bauch etwas aufschneiden, möglichst vorsichtig, sodass man die Gedärme nicht verletzt. Und dann würde man mit dem Messer hier reingehen und quasi da drunter fahren und dann den Brustkorb öffnen. Als nächstes würde ich dann den Kopf abschneiden und dann kann man im Prinzip alles quasi, was hier drin ist, an Gedärmen, an Lunge und so weiter und auch hier oben der Speiseröhre eben auf einmal auch rausziehen und hat es dann im Prinzip alles auf einen Schlag draußen. Dann tut man danach die Haut von dem Tier abziehen. Das Rupfen lohnt sich bei so einem Tier einfach nicht. Da zieht man im Prinzip die komplette Haut ab. Das wäre jetzt auch sehr schwierig, weil das Tier schon recht kalt ist. Und dann kann man es kochen. Also die effizienteste Art, sich Nahrung zu verschaffen, ist, wenn man ein Fischernetz zur Verfügung hat. Wir haben das hier in dem Forellensee ausgelegt. Bei dem Fischernetz hat man oben quasi eine Schnur, in der Schwimmkörper mit drin sind. Die schwimmt dann nach oben. Und die untere Schnur, in die sind, die ist sehr schwer. Das Da sind auch oft Bleistücke drin, die geht dann auf den Grund, dann hat man quasi so eine schwimmende Wand, die da auf dem Grund des Sees eben schwimmt. Und wir holen jetzt das Netz ein, das war jetzt über Nacht drin und noch einen halben Tag. Oh, der Blümenscheiner. Haben wir schon einen verpasst? Das ist ein ziemlich schöner. Das sind Bachforellen hier, was wir hier fangen. Alleine. Sogar recht schöne große. Also hier am See, da warten die allgemein nicht so groß. Aber dafür sind die schon echt gut. Das ist eine Bachforelle, ne? Die haben wir gerade aus dem Netz befreit. Die ist leider schon in ihrem Kampf im Netz gestorben. Das war jetzt ein paar Stunden draußen, das Netz. Ich mache mal kurz einmal hier ein bisschen sauber. Und dann machen wir uns mal eins ausnehmen. Also so ein Fisch hat hier so einen Kopf und hinten so einen Schwanz. Und in der Mitte hat es einen After. Kann man hier ganz gut erkennen. Und das ist quasi so das Ende von den Gedärmen, wo man quasi ansetzen muss, um die Organe nachher alle rauszunehmen. Das ist eigentlich wie gemacht dafür, dass man da einmal reinsticht und dann recht flach nach vorne durchschneidet. Oh, wir haben sogar Glück diesmal. Denn es handelt sich offensichtlich um ein Weibchen mit Eiern im Bauch. Je nachdem, wie man dazu steht, ist das eine ganz besondere Delikatesse oder eher was, was man vielleicht nicht unbedingt essen will. Ich gehöre da eher zur ersten Sorte von Menschen. So, jetzt sind wir einmal vorne angekommen. Und jetzt haben wir hier drin quasi zwei Dinge. Einmal die Organe, die wir nicht unbedingt behalten wollen. Und auf der anderen Seite die schönen Fischeier, Forellenkaviar, die wir schon behalten wollen. Deswegen versuche ich das jetzt mal ein bisschen zu trennen. Eine etwas schleimige Angelegenheit. Das ist eine ganze Menge. Und das wird jetzt direkt verspeist. Basti, willst du auch was? Ja, klar. Einen guten. Ja, guten Appetit. Besser wäre es mit Sojasauce. Mhm.
gehört, so die Natur hier, ne? Mhm. Sushi aus der Natur. So, nachdem wir diesen kleinen Lottogewinn auch genossen haben, geht es darum, die Gedärme zu entfernen. Und du weißt ja, Basti, was das alles im Einzelnen ist. Das ist wahrscheinlich hier so der Darm, ne? Mhm. Was gibt es da vorne noch alles so? Also Fische haben auch keinen Magen, sondern nur einen verlängerten Darm. Alles Mögliche noch an Organen. Also Leber, Schwimmblase. Ich kann mit der Hand rausreißen und wegschmeißen. Was ist das hier über der Niere? Oder? Das ist die Niere. Das ist die Niere, okay. Über der Niere hängt jetzt wahrscheinlich noch die geplatzte Schwimmblase. Ja. Genau, also das Schwarze ist die Niere. Das muss auch entfernt werden. Und da ist es an der Zeit, mal den ganzen Fisch zu waschen. Am besten ohne, dass er dabei wegschwimmt. So, das war's quasi schon. Mhm. Vielleicht noch die Kiemen rausmachen. Oder? Das da hinten geht schwierig raus. Auf jeden Fall. Also, da wir die Fische gleich kochen, könnte man die Kiemen theoretisch auch drin lassen. Aber wenn die Kiemen noch drin sind, dann vergammelt der Fisch sehr viel schneller. Deswegen, wenn man den Fisch zum Beispiel eine Weile aufheben will, dann müssen die Kiemen unbedingt raus. Weil die einfach sehr schnell den Fisch schlecht werden lassen. So, das wär's. Ein schön ausgenommener Fisch, zwei glückliche Angler und wir haben noch mehr davon. Angler, der hat gleich zwei Seelachs am Start hier. Alter! Mann, Mann, Mann! Ja, fuck, fuck, fuck. Unglaublich. Oh, da ist schon einer ab. Ist der ins Wasser, oder? Ja, egal, wir haben ja noch zwei. Ja, aber die sind echt schön, also. Cool. Brutaler Shit. Ja, okay, ich erkläre noch. Ich erkläre noch kurz die Angeltechnik dazu. Also, was wir ziehen, das sind da hier solche Blinker. Moment. Das ist so am Ende der Schnur. Das ist ein großer Blinker mit 40 Gramm. Der wackelt so durchs Wasser, also durch diese. Da kriegt er so ein Vibrieren dann drauf. Weiter oben haben wir fünf solche kleine Haken. Das ist für Makrelen. Und wenn wir heute bei dem Regenwetter, da mögen die ganzen großen Fische diese kleinen Makrelenhaken. Also wir haben sie auch schon zwei abgerissen. Und wir haben auch schon einen richtig dicken gefangen. Das ist der hier. Also das ist ein richtiges Monster. Ein richtig schön großes Filetstück gibt es. Den kriege ich nicht mal auf meine Kamera drauf, so groß ist der. Also es läuft heute. Also man kann schon sagen, Scheißwetter ist Angelwetter. Hier will ich euch auch noch was sagen an dem Felsen. Das sind alles Miesmuscheln. Zigtausende. Und die sind alle essbar. Ja, wir haben übrigens jetzt schon statt. Wir wollen natürlich trotzdem was essen und deswegen haben wir jetzt an das Ende von dieser Schnur
dann solche Flummern hier. Ja, wenn man die töten möchte, dann macht man hier so einen Schnitt seitlich hier quasi von hier nach. Also so komplett einmal um den halben Fisch rein. Ja, dann erwischt man das Herz. Jetzt geht's wieder zurück. Jo. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen für Survival-Technik motiviert und thanks for watching.